menschlichen Leichen auf den Straßen Westmarks gesellen sich jetzt tote Engel. Und ihre Zahl wird steigen, bis ich weiß, wo sich Maltair versteckt. Es ist mir schleierhaft, wie Adria an dieses Wissen gekommen ist. Aber irgendwo in den Blutmarschen werden wir die Antwort finden. Spürt ihr das? Adrias Blutmagie liegt schwer in der Luft. Wir hatten den schwarzen Seelenstein in den Tiefen der Nephalem-Ruinen hier in der Nähe versteckt. Wir dachten, er wäre dort sicher. Maltair hat ihn nichtsdestotrotz gefunden. Das erste Mal, als ich eine Hexe sah, war auf einem brennenden Scheiterhaufen. Mein Vater brachte mich zum Dorfplatz, damit ich es mit ansehen konnte. Schau genau hin, sagte er. Das ist das Antlitz des Bösen. Aber sie sah aus wie jede andere Frau und brannte ganz gewöhnlich. Als die Flammen sie verschlangen, fanden ihre Augen die meinen und ihr entfuhr ein Lachen. Dies ist der Eingang zum Grab. Doch jemand hat ihn zum Einsturz gebracht. Warum überrascht mich das nicht? Wir werden einen anderen Weg in die Ruinen finden müssen. Was war das? Überall in den Blutmarschen kann man Siegelsteine finden, die uns zum Haupteingang führen. Für die meisten sind diese Siegelsteine nutzlos. Doch einem Nephalem wie euch sollten sie den rechten Weg weisen. Der Hauersumpfler ist eine großgewachsene wilde Bestie mit äußerst schlechter Laune. In Begleitung von Sumpflinggruppen legt er sich mit allem und jedem an, das seinen Weg kreuzt. Dabei sterben unvermeidlicherweise einige Sumpflinge. Die Überlebenden werden jedoch mit Überresten der Beute belohnt. Wenn meine Assistenten doch auch nur zu solchen Konditionen arbeiten würden. Daran, an die notwendigen Informationen zu gelangen, bevor ihr... Ich weiß. Nun, das klingt nicht sehr beruhigend. Ein würdiger Gegner!
mächtiger Gegner. Der Fallensumpfler sind überraschend effektiv, obgleich es sich mir entzieht, wie sie deren Herstellung erlernt haben. Der Großteil des Gehirns der Sumpfler scheint sich auf Töten und Fressen zu konzentrieren. Ihre Anstrengungen in diesen Bereichen sind jedoch bewundernswert. Vielleicht sollte ich eine dieser Schlingen vor meinem Zelt aufstellen, bevor ich schlafen gehe. Genau wie ihr will ich, dass sie dafür zahlt. Wir müssen zuerst in Erfahrung. Na, umfängt euch. Mein Vater hat es nie verstanden. Er wurde in eine reiche und privilegierte Familie hineingeboren und suchte Zeit seines Lebens seinen Stand zu bewahren. Ich war sein Fleisch und Blut, aber ihm waren die Namen in seinen Büchern und die Gesichter in seinen Gemälden an der Wand wichtiger als seine lebendige Tochter. Was Angst ist? Die Angst vor dem, was man selbst ist? Und die Angst vor dem, was das eigene Fleisch und Blut einem antun würde, wenn sie es wüssten? Nein, ihr könnt es nicht verstehen. Die Menschen sehen euch als einen Retter an. Habt ihr jemals über diejenigen nachgedacht, die ihr ums Leben gebracht habt? Sie waren Väter, Geliebte, Töchter. Was ich sehe, wenn ich ins Feuer blicke. Ich sehe einen brennenden Mann. Ich sehe eine brennende Hexe. Ich sehe einen Schrecken und einen Hunger, der alles verschlingen wird. Was können die Menschen gegen einen solch unstillbaren Hunger auszurichten hoffen? So gab ich mich den Flammen hin. Schwäche überkommt euch.
Ich hab nicht mal gespürt. Diese Gegend lag mir zwar noch nie besonders am Herzen, doch nie zuvor hat sie mich derart verstört. Vater brannte. Er schrie, während die Flammen ihn verzehrten, und ein widerlich süßer Gestank verbreitete sich. Er hatte mich gefunden. Zum ersten und einzigen Mal nahm er mich wirklich wahr. Als er sah, dass die Flammen mir nichts anhaben konnten, hauchte er nur ein Wort. Es war sein letztes. Siegelsteine. Doch wenn ich mich nähere, passiert nichts. Ich werde es versuchen. Hexe nannten sie mich. Aber es waren leere Worte. Sobald ihre Töchter ein unerwünschtes Kind erwarteten, sobald eine Krankheit sie plagte, die kein Heiler behandeln konnte, wen flehten sie dann um Hilfe an? Als sie mich brauchten, verschwand die Moralität, die sie bei Tage zur Schau trugen. So ist es immer. Es gibt 4 Eingänge in die Nephalem-Stadt. Ein jeder von ihnen ist durch ein Siegel markiert. Doch nur eines weist auf den richtigen Eingang zur Gruft hin. Wenn ihr diese Steine aktiviert, verschwindet eins der falschen Siegel. Macht euch auf einen langen Kampf gefasst. Bisher hatte ich ja meinen Assistenten für die lauteste Kreatur der Welt gehalten, aber das war, bevor ich den kreischenden Schrecken entdeckte.
Diese fledermausartige Monstrosität erzeugt den ohrenbetäubendsten Lärm, den man sich nur vorstellen kann. Wodurch sie das Wunder vollbrachte, meinen Assistenten noch lauter schreien zu lassen. Ich glaube, meine Kopfschmerzen werden mich noch wochenlang begleiten. Nacht umfängt euch. Ich lebe noch? Vielen Dank. Doch ich muss euch warnen. Diese Tiere sind von einer Seuche befallen und müssen getötet werden, bevor sie sich weiter verbreitet. Für einen Trunk, der gegen die Seuche spricht, habe ich eins von ihnen aufgeschnitten und die Eingeweide an mich genommen. Das riechen die. Deswegen greifen sie an. Hier. Nehmt dies als Dank. Ich muss zurück an meine Arbeit. Das Leben ist wie dieser Sumpf, voller Dreck und Schlamm und immer bestrebt, uns zu Fall zu bringen. Wir müssen stark genug sein, darüber hinauszuwachsen, oder unsere Existenz ist nichtig.
Fürchtet nicht das Ende. Das ist nicht der richtige Weg. Das Ende. Ist eurer überdrüssig.
Kreislaufs. Zurück. Seht euch ruhig um. Ist eurer überdrüssig. Tod naht.
Euer Grab ruft nach euch. Sind Teil des Kreislaufs. Nacht umfängt euch. Die Diener des Bösen sind vernichtet. Eine unglaubliche Leistung. Verfault und verrottet. Kehre ich vielleicht hierher zurück und lebe in Einsamkeit, bis ich einen Zustand der Erleuchtung erlangt habe. Könntet ihr wirklich jeden zurücklassen? Mit einem weiteren Siegelstein werde ich den richtigen Eingang finden. Jetzt weiß ich, welches Siegel den richtigen Weg weist.
Euer Grab ruft nach euch. Danke für die Hilfe, Fremder. Leute, die aus der Stadt fliehen, haben alle möglichen Dinge zurückgelassen. Habt ihr vielleicht an etwas Interesse? Thank you.
Dies ist nicht der Weg nach Corvus. Was meint ihr, wie lange Adria wohl durchhält, wenn ich ihren Kopf in einen dieser Bluttümpel drücke? Das ist nicht der Weg, nach dem ich gesucht habe. Sieht nicht so aus, als ob ich das öffnen kann. Und verrottet.
erste Mal, als ich ihn hörte, durchbohrte seine Stimme meinen Schädel. Sie erinnerte mich an die kalte und herablassende Stimme meines Vaters. Aber es war so, als würden tausende Stimmen auf einmal zu mir sprechen. Als ich ihn vernahm, sah ich die Flammen und ich erkannte, was Angst ist. Richtig. Verfault und verrottet. Nicht das Ende. Ich muss zurückkehren. Also, was braucht ihr?
Seht euch ruhig um. Pyrrhos' neu etablierte Herrschaft über Westmark konnte jedoch den Bürgerkrieg nicht beenden und er wütete weiter, bis er dem Wahn und schließlich der Seuche zum Opfer fiel. Cornelius, der Enkel von Justinian III. Und getreuer Anhänger des Glaubens der Zakarum, nutzte diese Gelegenheit, um die Rebellen ein für allemal zu vernichten und zum neuen König zu werden. Ich war von den anderen Soldaten getrennt und von Toten umgeben, als ich ihn sah. Ich habe dem Tod selbst ins Gesicht gesehen. Ich konnte mich nicht bewegen. Ich starrte ihn nur an, als er durch mich hindurchging. Seine Berührung war kalt, eiskalt. Etwas in mir hat sich verändert. Etwas, das mir unverständlich bleibt. Ich kann nicht bleiben. Ich muss weiter. Ihr könnt mich nicht allein lassen. Wo soll ich nur hin? Hier sollte es sicher sein. Bitte, bleib doch noch ein paar Tage. Thank you.
verfault und verrottet.